Hiermit beginnen wir eine kleine Serie zu Wetterlagen im Winter und wir beginnen mit der kalten, eisigen Ostwetterlage. Dazu schauen wir uns die Konstellation der Wetterlage an, wie das beim Luftdruck aussehen muss. Und zwar brauchen wir eine Hochdruckzone, eine lange, breite Hochdruckzone, die sich nördlich von uns erstreckt. Die liegt dann meistens von Island, von den britischen Inseln, nördlich über Skandinavien, teilweise dann bis nach Russland rein, bis in die Polarregion. Und dann kann an der Südseite dieser Hochdruckzone Treffweg frei werden für eisige Kaltluft, die aus Osten Richtung Deutschland strömt. Irgendwo, wenn hoch sind, müssen auch die Tiefdruckgebiete sein. Ja, und die liegen dann nämlich südlich von uns. Die liegen dann meistens im Bereich des Mittelmeers oder auch über Südosteuropa. Und dazwischen wird der Weg frei für diese eisige Kaltluft. Die Wetterlage kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Ostlage ist nicht gleich Ostlage. Es kommt darauf an, vor allem, ob wir Schnee bekommen oder ob es eher eine trockene Angelegenheit wird, diese Wetterlage, wie weit die Tiefdruckzone eben Richtung Deutschland liegt. Liegen wir mehr im Bereich dieser Hochdruckzone, dann ist es eher trockene, kalte Luft. Wir haben oft sonniges Wetter. Schnee ist kaum ein Thema, außer vielleicht durch den Lake-Effekt an der Ostsee. Wenn die Tiefdruckzone sich aber weiter nach Norden schiebt, beziehungsweise die Hochdruckzone weiter im Norden liegt, dann liegen wir mehr unter Tiefdruckeinfluss. Dann ist die Luft meistens nicht ganz so trocken und auch nicht ganz so kalt. Ja, und dann kann eben Schnee ein Thema werden, dass es in Deutschland mit der Kaltluft auch Schnee gibt. Ostlage ist nicht gleich Ostlage. Wenn das Tiefdruckgebiet im Mittelmeer deutlich stärker ausgeprägt ist, dann kann es trotz Hochdruckeinfluss nördlich oder auch nordöstlich von uns durchaus wärmere Luft vom südöstlichen Mittelmeer zu uns geben. Also wenn die Strömung mehr Südost ist, dann ist es meistens gar nicht so kalt. Dann werden auch teilweise starke Niederschläge in Deutschland ein Thema, weil diese wärmere Luft auf kältere Luft aufgleitet. Ja, dann kann aber durchaus eben auch Regen dabei sein, je nachdem, wie intensiv die Warmluft uns erreicht. Schauen wir uns zwei Beispiele für eine kalte Ostwetterlage an, einmal mit Schnee und einmal ohne Schnee. Wir beginnen mit dem Februar 2012, wo es doch in weiten Teilen Deutschlands über zwei Wochen etwa richtig kalt und frostig war, aber es gab nicht allzu viel Schnee. Selbst wenn mal hier und da ein bisschen Schnee gefallen ist und es auch an der Ostsee diesen Lake-Effekt gab, aber im Großen und Ganzen war es eine trockene Wetterlage. Wir sehen diese Hochdruckzone, die hat dann weit bis nach Deutschland gereicht. Also Tiefs waren da kein großes Thema. Ja, und wir sehen die Tiefstwerte dann aber in den Nächten. Teilweise gab es da unter minus 20 Grad im Osten. Also das war richtig knackig kalt, aber eben doch häufig eher trocken, ohne große Schneefälle. Anders sah das 1996 aus, Ende Dezember. Da sehen wir nämlich, dass sich am Rande dieser Hochdruckzone im Norden ein Tiefdruckgebiet aus dem Osten auf dem Weg Richtung Deutschland gemacht hat und dann hat es eben mit dieser Ostlage auch Schnee gegeben. Das sehen wir an den Schneehöhen. Es hat dann am 29. Dezember morgens gemessen hier doch recht verbreitet in Deutschland eine geschlossene Schneedecke gegeben. Diese Karten, die findet ihr übrigens auch im Archiv bei uns bei Kachelmann Wetter mit den täglichen Schneehöhen weit über 100 Jahre zurück. Verlinke ich euch hier oben in den Infokarten. Bald geht's weiter mit der Serie, dann machen wir mit neuen Wetterlagen für den Winter weiter.